die Wegpunkte jetzt abrupt mal ausgeschaltet, weil ich euch da nicht durcheinander bringen möchte. Oh, hier sind jetzt noch Treppen. Aber es müsste sich jetzt ja bald hier ändern. Na gut, die sind auch noch Treppen. Das ist einfach zu steil gewesen. So, wir sind immer noch in unserem Landkreis, denn hier ist ein Besucherbergwerk zum Eisernen Bock. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal gezeigt habe. Hier sind noch ein paar nützliche Dinge. Kann man dann hier hochreiten und seinen Gaul oder den Esel anmachen. Das Ganze gehört noch zu Birkwinkel, ist auch gleich hier um die Ecke. Und ja, hier sind noch ein paar Hinweise. Hier geht es zu den zum Umkleiden. Das ist alles noch im Bau. Jetzt habe ich durch Zufall eine Höhle gefunden, hat sich super angepasst, sofort. Genau. Wir reisen hier weiter nach Birkwinkel. Dann geht's wieder zurück. Und so. Das hatte ich noch vor, so auf dem Weg hier. Weil hier der Weg noch nicht fertig ist. Fällt mir ein. Die Brücke hier ist auch noch nicht fertig. Freut sich der Enrico. Hat jemand eine Birke nicht ganz abgebaut? Das könnte ich gewesen sein. Weil ich hier mit einem Esel durch wollte. So, hier könnte man dann so rüber. Hier noch was mit. Zack. Sind wir dann hier hoch? Dann mal ein paar Fackeln setzen, dass man auch weiß, wo man hier lang muss. Ich glaube, die sind nämlich hier jetzt nicht so gesetzt. Genau, hier lang. Hier, und da ist man dann da. An diesem wunderschönen Weg, wie ich finde. Hier am Berghang und hier ist eine Brücke, die werde ich wahrscheinlich auch nochmal überarbeiten. Das ist die Kumlingersche Panoramabrücke. Wenn man dann in die Richtung guckt, hat man einen wunderschönen Ausblick bis in die hintersten Bäume. Ja, hier ist noch ein schöner Fluss und hier ebenfalls, wenn man dann hier so ein bisschen schaut. Haben wir so einen super Durchblick hier. Hier war Gruß drin, ne? Oder Fackeln vor allen Dingen. Da nehme ich mir ein bisschen was mit. Genau, die Folge wird ein bisschen länger werden. Heute am Montag. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Morgen wird dafür eine ganz kurze Folge, nur 2 Minuten lang. Verspreche ich euch. Nein, Quatsch. Aber können wir ruhig mal einführen, ja, so ganz kurze Clips. Ganz kurz. Ich kenne einen, der, ich glaube, den hat schon mal irgendjemand vorgestellt von uns hier, aus der Community-Runde. Der hatte auch die 1000 Minecraft-Folgen, aber jede Folge hat, glaube ich, nur so ein paar Sekunden. Ich glaube, der Delfino war das, der mir das mal erzählt hat. Bin mir gerade nicht sicher. Genau, hier ist unser Esel. Da noch alles drin. Ja, das eine Leder. Habe ich so als Schutz mal reingetan. Dass ich ganz genau weiß. Zack. Da sind wir drüber. Dann habe ich hier meinen allgemeinen Wegweiser gemacht. Hier sind nämlich in Bergstädten auf einmal nur noch 3,4 Kilometer. Oh, gerade waren sie noch 8. Das ist nämlich so ein kleines Easter Egg. Wer es weiß dann, der weiß es. Nach Nordwien Ost geht's links rum. Wir kommen vom Südausgang von Nordwien. Oh. Entschuldige mich für den Gähner. Genau. Nur den Süd. 800 Meter sind das. Oh, circa. Circa. Treten wir mal hier lang. Mit dem Esel ist das auch schön angenehm.
Genau, und hier ist ein erster Wegweiser. Und zwar geht es hier nach Mooseck. Man kann ja auch schon nach Hohnstein abbiegen. In der Niederbach und nach Grenzfelden. Der Weg ist noch nicht gebaut, aber ich kann euch zeigen. Jetzt bin ich hier. Zoom rein, meine Maus ist nicht die jüngste. Wird dann wahrscheinlich hier an den Weg so anschließen. Zack, zack, und da ist er hier. Genau. Wir haben hier Nordwehen, Menkleden, Birkwinkel, Tannenstein, alles in die Richtung. Und dann Bergstetten 3,3 Kilometer. Wir reiten hier weiter Richtung Hohenstein. Wo steht die Sonne? Ja, müssten wir eigentlich schaffen bis zur Unterkunft. Die ist gleich hier hinten. Da harren wir dort aus. Ja, man soll ja nicht nur bauen, man soll sich auch ein bisschen auf Reisen begeben. Genau, da ist schon die Brücke. Und es wird, ja, ist eigentlich noch mittig der Tag. Können wir unterwegs unser Zelt aufschlagen. So, das ist jetzt die, wie habe ich es genannt, Waldbornbrücke. Finde ich, sieht ganz nett aus. Hier ist ein kleiner Platz. Und ich sehe auch nochmal insgesamt, wie viel es bis dorthin, wie viel es bis dorthin ist. Könnt ihr euch mal ganz kurz anschauen hier. So. Genau, hier ist der Nachtunterschlupf und der ist eigentlich eher noch da. Super. Ganz. Hier ist noch ein bisschen Materialien. Ne? Die wollte ich halt auf der Reise mitnehmen. Vor allen Dingen die hier. Die brauche ich auf jeden Fall hier. Ein paar können wir trotzdem noch hier lassen. Die Birken sind wichtig. Wichtig, wichtig sind die. Das Eisen vor allen Dingen. Der Stein. Das Holz kann man hier lassen und das. Das Holz ist mir egal, aber das möchte ich gern mithaben. Ja, doch, der Rest kann hier bleiben. Da ist ein kleines Bett drin und jetzt geht's hier weiter Richtung hier Hohenstein. Ja, ist ein kleiner Tunnel. Extra drei hoch, dass man gut durchschreiten kann. Hier ist eine Schlucht. Ist mir der Ast ins Gesicht gepeitscht hier. Da war noch ein Weg nicht fertig. Hier sieht man nochmal die Schlucht. Genau. Und hier geht es langsam nach Hohenstein. Man merkt, es wird bergiger. Oh, hier jetzt ein kleiner Weg, der so geht. Ich habe schon ein bisschen was angepflanzt. Da ist ein Schwein. Hier sind keine Fackeln, fällt mir gerade auf. Nicht gut. Was mache ich denn? Ja. Zack. 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 Hier ist noch etwas. Ja, da kommt man gerade so durch. Ganz viele Äste ins Gesicht gepeitscht hier. Kann auch noch eine Fackel drauf. Hier auch. Zack. Hier vorne ist da irgendwo jetzt eine Truhe. Juhe. Genau, hier ist die. Hier ist was drin und da oben nichts. Auch gut. Stein. 1, 2, 3, 4. Das auch. Das Holz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier ist nämlich ein bisschen mehr Holz. Hier ist Eisen. Hier ist der Sand. Das tun wir auch mitnehmen. Das zack, zack. Und die Erde nehmen wir auch mal mit. Und es wird Nacht.
Der Enrico ist auch noch da. Und das heißt, ich gehe schlafen. Obwohl, nicht so hier an der Klippe. Sondern mal so. Kann ich schlafen? Ja, kann ich. Bis nachher.